Folgendes Werkzeug wird jetzt benutzt. Einmal ein Kreuzschraubenzieher und einmal den Zündkerzenstecker. Da könnt ihr auch das originale Werkzeug nehmen von Vespa, ansonsten nehmt ihr auch ein anderes. Ihr schraubt also hier die Schraube los. Achtet darauf, dass ihr die Schrauben nicht verliert. Die sind nämlich wichtig. So, Klappe abmachen. Und da seht ihr schon die Zündkerze. Ich nehme den Zündkerzenstecker weg. Und da seht ihr schon, dass die Zündkerze nicht so schön aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die ist ziemlich schwarz. Dann werden wir den Zündkerzenstecker drauf machen. Und dann so rein und dann gegen den Uhrzeiger drin lösen. Man sieht also jetzt schon, dass man die lösen kann. So, nachdem ihr die gelöst habt, holt ihr die raus, die Zündkerze. Einmal rausdrehen. Da seht ihr natürlich schon, die hat schon ihre besten Tage hinter sich. Die muss definitiv gewechselt werden. Und an der Verbrennung könnt ihr auch sehen, die ist zwar rehbraun, wobei da auf jeden Fall noch mehr zu tun ist an der Vespa. So, achtet nur darauf, dass die neue Zündkerze, die ihr einsteckt, auch die richtige Bezeichnung hat. Hier ist nochmal ein Sicherungsring bzw. eine Unterlegscheibe, die drauf lassen und dann vorsichtig erstmal mit dem Gewinde gerade reinschrauben, bis es nicht mehr geht. Dann nehmt ihr wieder den Steckschlüssel, schraubt den drauf und nicht zu feste anziehen. Das ist wichtig. Also, achtet drauf, wie gesagt, nicht zu feste anziehen. Deckel habt ihr nicht mehr. Runde nach Zündkerzenstecker wieder drauf. Fest draufziehen. Gucken, dass die komplett drauf ist. Und dein Leben ist dir zu normal. Stadtdeutsche Wien.